Wenn alle Leute in der Medienlandschaft so erstaunt sind, dass es in 2018 noch Rassismus gibt und dass solche Sachen passieren, dann finde ich das ein bisschen schockierend, weil die dann so weit weg anscheinend von der Realität leben, in der ich und meine Leute leben. Wir haben nicht ausreichend gesehen, dass es in Ostdeutschland viel zu viele Menschen gibt, die mit Enttäuschung, mit Frust, mit einer Erfahrung von Verlust in den letzten 28 Jahren unterwegs sind. Reden Sie mal mit Menschen in Sachsen, Sie haben es ja getan, die sind außer sich und sie sind es berechtigterweise, weil da einem ganzen Bundesland unterstellt wird, sie würden Hetzjagden betreiben, von Zusammenrottungen redet Frau Merkel und weiß offenkundig nicht, wovon sie spricht, denn das hat es nicht gegeben. Genau damit spalten sie unsere Heimat. Wenn man seine Heimat liebt, dann spaltet man nicht. Natürlich sind nicht alle Sachsen rechtsextrem und natürlich sind nicht alle Chemnitzer rechtsextrem, aber wir haben eben, man weiß es nicht, einige hundert gesehen, die sich genauso verhalten haben und die dieses Gedankengut mit sich tragen. Und dann gab es sehr viele, die mitgelaufen sind, weil sie gesagt haben, das sind wir zwar nicht, wir laufen trotzdem hinterher. Sehen Sie da eine Gefahr, dass da nicht eine ganz klare Distanz und eine ganz klare Linie gezogen wird? Oder sagen Sie, naja? Nee, da ist natürlich eine Distanz notwendig. Also in dem Moment, wo ich mich den 100 anschließe, die Ausländer rausrufen und einen Hitlergruß zeigen, dann gehöre ich dazu. Da ist kein Trennstrich mehr. Ne? Da bin ich Teil des Ganzen geworden. Und so, die Szene sieht das natürlich als Unterstützung, egal wie. Die Leute müssen sich klarer distanzieren.